So Leute, herzlich willkommen bei 78 Television. Schaut euch mal das an. Genau um das soll es nämlich in dem Video gehen. Kraftstoffpreise, Diesel bei 2 Euro, sage ich, ja 2,09 Euro. Super, 2,04 Euro, super plus, 2,11 Euro. Und ich bin mir sicher, das ist erst der Anfang. Es wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch viel, viel mehr werden. Und jetzt drückt einmal wieder das Thema Spritsparen mit Wohnmobil in den Fokus. Und dazu gibt es heute ein paar Tipps von mir. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt es natürlich wie immer dran. Ja Leute, Thema Spritsparen wird jetzt immer wieder interessanter, denn die Spritpreise, die gehen nach oben, ist absolut Wahnsinn. Und vor allen Dingen, es wird nicht bloß bei den Spritpreisen bleiben, sondern auch beim Gas. Wir brauchen ja alle Gas in unsere Wohnmobile. Ich weiß noch, ich habe die 11 Kilo Flasche, schon länger her, damals 17,50 für eine Füllung. Mittlerweile habe ich beim letzten Mal jetzt 23 Euro bezahlt und ich glaube, das wird auch noch weiter raufgehen. Also ich glaube, was wir jetzt an den Tankstellen erleben, Kraftstoffpreise, Gaspreise, ist alles erst der Anfang. Ich glaube, es wird alles noch viel, viel teurer werden. Und jetzt wird es natürlich interessant. Viele Leute werden natürlich jetzt sagen, okay, das sehe ich nicht mehr ein. Ich muss sagen, bei meinem Fahrzeug jetzt hier mit 80 Litern tanke ich immer so um die 70 Liter, weil 80 fahrt man ja nie genau raus. Sind es jetzt mittlerweile 140 Euro für einmal volltanken bei 2 Euro. Früher war es ja bei 80 Euro, 85 Euro. Also ist schon extrem. Und da werden sich natürlich viele Leute sagen, okay, dann gehe ich lieber in ein Hotel, wenn ich schon nach Italien 300, 400 Euro nur Sprit für eine Fahrt bezahle. Ja. Der Campingboom wird es natürlich auch merken. Ich denke also schon, dass wir in nächster Zeit wieder einen leichten Rückgang haben durch diese extremen Kraftstoff- und Gaspreise, weil ihr braucht es im Endeffekt Gas. Im Sommer nicht so viel, im Winter wird es natürlich dann auch hier extrem teuer. Ja, was kann man jetzt überhaupt machen, dass man Kraftstoff spart im Wohnmobil? Ja, Wohnmobil ist ja wie ein Wohnzimmerschrank im Windkanal, also alles andere als aerodynamisch, aber es gibt tatsächlich Tipps und Tricks und da sage ich euch heute mal ein paar. Das Wichtigste ist, wenn ihr noch kein Wohnmobil habt, dann müsst ihr euch erst einmal überlegen, was kaufe ich mir für ein Wohnmobil? Denn da spielt das Gewicht und die Form natürlich eine ganz große Rolle. Das sind Sachen, die wo man vor dem Kauf schon mal sich überleben kann. Brauche ich unbedingt ein Fahrzeug mit 7,40 Meter Länge oder tut es ein Kastenwagen auch? Da muss ich natürlich aufpassen, welche Materialien sind in meinem Fahrzeug verbaut. Ja? Hier absolut auf Leichtbau setzen, ja, ist ja ganz klar. Gewicht ist Kraftstoff. Mehr Gewicht ist mehr Kraftstoffverbrauch. Ist ganz logisch. Ja? Also schon vor dem Wohnmobilbau ein bisschen Gedanken machen, wie groß soll mein Fahrzeug sein? Soll es ein Alkofen sein? Soll es ein Teilintegrierter sein? Oder reicht unser Kastenwagen? Das sind alles so Sachen, die ihr euch vor dem Kauf vom Wohnmobil überlegen könnt, wo sie dann später auf den Kraftstoffverbrauch auswirken. Dann das nächste ist zum Beispiel die Fahrweise. Ähnlich wie bei eurem Auto. Fahrt vorausschauend. Ja? Nicht bei jeder Ampel bremsen, versuchen schon, wenn ich vorne sehe, da ist die Ampel schon rot, lasst das Fahrzeug ausrollen. Einfach vorausschauend fahren, so wie ihr es halt bei eurem PKW auch macht. Dann gibt es noch einen Tipp, der Tempomat. Und den unterschätzen viele. Viele sagen, okay, Tempomat mag ich nicht. Ich will mein Gas selber bedienen, aber das ist ein Fehler. Haut euch ein Tempomat rein, so bei 100, 110, und ihr werdet sehen, ihr fahrt wesentlich sparsamer, wie wenn ihr die ganze Zeit mit dem Fuß das Gas bedienst. Ja? Ich habe das selber ausprobiert, das ist tatsächlich so. Manche wollen das nicht, ja gut, die müssen halt damit einen höheren Kraftstoffverbrauch leben. Dann geht es weiter, Geschwindigkeit. Ihr seht es also jetzt hier bei mir, ich fahre jetzt, stelle jetzt mein Tempomat, 110 km/h. Das ist eigentlich meine Reisegeschwindigkeit, die wo ich immer fahre, wenn ich nach Italien, also wenn ich lange Strecken fahre. Meistens fahre ich ja 120 und da braucht er tatsächlich gleich 1 bis 1,5 Liter mehr Sprit. 10 km/h macht einiges aus. Ich habe es mir auch nicht gedacht, aber ich habe es tatsächlich ausprobiert. Und es ist wirklich ein immenser Unterschied, ja? Ob ich jetzt 110 oder 120 fahre. Reicht 110 auch, das sind nur 10 km/h mehr. Ich glaube, wir fahren alle in Urlaub, wir sind alle nicht auf der Flucht. Mit Wohnmobil fahrt man sowieso keine Wettfahrten, geht ja auch gar nicht mit den riesen Kisten, also mit meinem zumindest nicht, der hat 130 PS. 110 km/h, das ist genau die Geschwindigkeit, was ich jetzt drin habe in meinem Tempomat, reicht mir persönlich vollkommen aus. Ja? Dann geht es ans Überholen. Ich sehe es ab und zu, zwei, drei Wohnmobile hintereinander, da überholt einer den anderen, aber letztendlich sind sie alle immer in der gleichen Schlange und keiner ist im Endeffekt schneller wie der andere. Vorher überlegen, muss ich jetzt unbedingt das Wohnmobil oder den LKW überholen? Weil ich bin am Anfang auch so gewesen, ich habe dann ein Wohnmobil überholt, das wo vielleicht 5-6 km/h langsamer gefahren ist, habe mich dann vor das Wohnmobil gesetzt und habe dann im Endeffekt festgestellt, dass wir 100, 200 Kilometer eigentlich immer hintereinander fahren, nur dass er vielleicht 50 Meter hinter mir entspiegelt ist. Im Endeffekt ist doch egal, wer vorne fährt. Ja? Überlegt euch also, muss ich mit dem Wohnmobil unbedingt immer überholen?
rentiert sich mit dem Wohnmobil. Mit dem PKW kann ich das machen, ja okay. Ja, da kann ich ja Gas geben, da kann ich dann einmal 200 fahren, aber mit dem Wohnmobil ist es eigentlich völlig irrelevant. Ja, dann geht es weiter mit der Routenplanung. Auch bei der Routenplanung kann man bereits schauen, dass man so spritgünstig wie nötig, also wie möglich, fahrt. Schaut euch mehrere Routen an. Schaut euch Routen an, wo habe ich viel Landstraße, wo habe ich viel Autobahn. Ich wähle allerdings immer die Routen, wo ich viel Autobahn habe. Landstraße mag ich mit dem Wohnmobil persönlich überhaupt nicht. Muss man auch sehr viel bremsen, beschleunigen, weil man meistens sehr viel LKWs vor sich hat. Schaut euch also hier schon im Vorfeld an, mit welcher Route komme ich am effektivsten weit und kann ich am besten Sprit sparen. Ja? Ja, dann geht es weiter mit dem da, Gangschalter. Wer einen Gangschalter hat, die meisten Wohnmobile haben ja natürlich Automatik. Für alle, die eine Schaltung haben, wählt immer den niedrigsten Gang. Ja? Ich könnte jetzt hier, ich fahre jetzt ungefähr mit 2100 Umdrehungen, ich könnte jetzt hier auch so fahren. Oder machen wir es mal noch krasser, so. So, 3000 Drehungen. Und ich kenne Leute, die fahren tatsächlich mit solcher Drehzahl stundenlang durch und die wundern sich dann, dass der Verbrauch über 13, 14 Liter steigt. Nein, schaltet es runter, in meinem Fall 6. Gang, Tempomat rein bei 100 oder 110 oder auch 120. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden, jeder muss selber seine Erfahrungen sammeln. Jedes Wohnmobil ist auch anders, ja. Also von dem her gesehen, muss ich ja selber wissen, das ist meine Reisegeschwindigkeit, wie gesagt, 100, 110, 6. Gang, das ist ungefähr 2000 Drehungen, dann läuft er am besten. Meiner Meinung nach, ja. Das ist nur mal so ein Tipp, den wo ich an euch weitergeben will. Ja, dann der Hang zum Bleifuß. Es gibt natürlich Wohnmobilfahrer, die rasen wie die Sau. Ich habe da schon welche gesehen, die wo bei mir mit 150 vorbei gefahren sind. Das sind natürlich welche, also hier die Situation jetzt, dass der fast mit 90 km/h, da muss ich jetzt einmal zum Überholen ansetzen, ja. Da rentiert sich das dann, aber ansonsten völlig egal. Wie gesagt, Raser, die wo wirklich einen absoluten Bleifuß haben, die wo immer 140, 150 gefahren, die brauchen sich letztendlich dann auch nicht wundern, dass sie sau viel Sprit verbrauchen. Ja? Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der aktuellen Situation, und wir werden über 2,10 Euro kommen, denkt an meine Worte, es wird noch krass werden, wird sich jeder überlegen, ob er mit dem Wohnmobil Sprit spart oder nicht. Früher war das anders, früher war man das, ja was heißt, egal was man eigentlich nie, aber man hat sich da nicht so viel drum geschert, ob man jetzt Sprit braucht, viel oder nicht. Jetzt mittlerweile bei den Preisen, wo der Tank 150 Euro kostet, 140, 150 Euro, ist Sprit sparen wieder angesagt. Ist so, ja. Weil man will ja nicht sein ganzes Geld für in die Luft rausblasen, sondern man will ja für seinen Urlaub auch noch, also, beziehungsweise was man weniger in der Luft bläst, kann man dann später im Urlaub verwenden. So, und dann kommen wir zum letzten und vielleicht sogar eines der wichtigsten Tipps, Gewicht, Beladung. Nehmt immer nur so viele Sachen mit, die ihr auch wirklich in euren Urlaub benötigt. Ja? Ich kenne Leute, die haben die ganze Heckgarage voll, die haben teilweise auch total überladen. Die fahren mit 3,8 Tonnen in den Urlaub. Die haben 300 Kilo dabei und was brauchen sie im Endeffekt im Urlaub? Nix. Fast nix. Macht euch überall einen Punkt drauf, auf eure ganzen Sachen, die ihr im Wohnmobil rumliegen habt. Die, wo ihr nichts braucht, da macht sie einen Punkt drauf. Und wenn sie es zweimal nicht gebraucht hat, braucht sie in der Regel aber dritten Mal nicht dann raus. Man fährt so viel Müll und Schrott mit dem Wohnmobil durch die Gegend, was man im Urlaub nie hernimmt, was man sich einfach nur sagt, ja, was ich dabei habe, habe ich dabei. Aber jeder Kilogramm ist Kraftstoffverbrauch. Das würde ich einfach mal sagen. Und ihr merkt es, ob ich jetzt mit 3,8 Tonnen fahre, was sowieso bei meinem Wohnmobil nicht zulässig ist, oder mit 3,5 Kilo. 300 Kilogramm machen definitiv in Sachen Spritverbrauch was aus. Ja Leute, das waren jetzt ein paar Tipps. Hauptsächlich auch wieder für die Anfänger, wie kann ich jetzt Sprit sparen mit Wohnmobil. Solche energietechnischen Videos wird es in Zukunft mehrere geben, ja, weil man die aktuelle Situation weiß, jeder, alles wird teurer werden. Wir werden einen Umbruch erleben, auch bezüglich aufs Gas werde ich vielleicht dann auch nochmal ein Video machen, wie man vielleicht ein bisschen mehr Gas beim Wohnmobil sparen kann. Das alles gibt es natürlich auf meinem Kanal und viele, viele weitere Sachen. Wie gesagt, ich muss immer ein bisschen Zeit finden, dass ich meine Videos mache. Ich bin ja berufstätig, ich lebe ja nicht von YouTube. Und so ein Video braucht viel Zeit, das Aufnehmen, das Schneiden. Ja. Aber ich versuche immer, dass ich am Ball bleibe und dass ich für euch das Ganze interessant mache. Es sind ja Livestreams geplant in Zukunft im Jahr 2 bis 3, wo dann auch die Cam alles läuft, wo wir uns dann abends treffen und dann könnt ihr eure Fragen stellen zum Thema Campen, Wohnmobil, Outdoor und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, einfach unter das Video. In dem Sinne wünsche ich euch was, macht es gut, ciao, bis zum nächsten Mal.